Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und natürlich gibt es eine Reaction zu Lexika und Tilo mit Junkies, mit Cash. Weiß zwar nicht, warum da jetzt Lex steht, ob das jetzt irgendwie umgeändert wird, bin ich sehr gespannt, was es damit auf sich hat. Habe ich gerade auch erstmal das Opening erstmal verkackt von mir, das Intro von mir, aber gut. Weil mir der Name entfallen ist, einfach wegen dem Lex. Aber ich weiß, ein paar von euch haben drauf gewartet. Ihr wartet auch auf die Litkids. Ja, kommt, kommt, kommt. Wie gesagt, ihr müsst mir verzeihen. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Hatte ja jetzt 2 Wochen, wo ich jetzt ein bisschen weniger machen musste. Lassen wir aber so stehen. Scheißegal. Die Videos kommen. Macht euch keine Sorgen, die Videos kommen. Und wenn es in 3 Monaten immer noch nicht passiert ist, dann könnt ihr euch sicher sein, dann hat es mir einfach nicht gefallen. Aber gut, wir gehen rein in Junkies mit Cash. Let's go. Wie auch einfach immer seine Mütze auf hat, ne? Aber. Kommt schon geil, also wenn der Beat so reinkommt und dann mit dem Video schon geil gemacht, schon sehr geil gemacht. Und bis jetzt auch eine geile Melodie. Willkommen in der Hölle, bist der Teufel trägt die Seine, ja. Ich würde aufhören, wenn ich könnte, doch die Pein sagt nach. Ich habe Walker, Oxycodon Zero, das ist Mord, ja. Das ist Codein, das ist Heroin vom Doktor. Ich rauch kein Blech, bin ein Junkie mit Cash und krieg verschrieben, was ich will, jetzt gebe es kein Rezept. Ich bin connected overseas, mach mein Money mit Rap und sippe weiter Codein, solange mein Körper mich lässt. Also man muss auch ehrlich sagen, ne? Es gibt Tage, wo ich mir denke, ja gut, ist jetzt nicht mein Fall. Und dann gibt es so Tage wie heute, wo ich mir halt denke, so, oh ja, doch, hört sich doch ganz geil an. So, wenn man diese Stimme von, ich nenne ihn jetzt einfach Lexika, ihr wisst, wen ich meine, hört. Weil einfach dieses, es ist halt was anderes. Du hast so diese etwas höhere Stimme, die du hörst, dann die aber irgendwie die im Vordergrund steht, aber irgendwie auch nicht, genauso wie diese dunkle Stimme von ihm, seine normale Stimme, sage ich jetzt mal. Papiert ein bisschen, aber es macht auch irgendwas Geiles. Muss aber auch wirklich zugeben, manchmal ist halt auch wirklich, ist bei mir tagesabhängig. Nur X auf leeren Magen genommen, heute kann ich nicht mehr essen, ohne Oxy-Shit ist Curse with John Gore. Ich bin ein Addict und ein Rockstar, red mir ein, alles top, ja. Doch geh schon wieder knock, ja. Schlechte Tage sind schon lange, aber Cash jetzt reicht. Ich bin mit Brace und wir teilen den Pint, ja, alle sind heil. Das ist Walker, denn mein Cup jetzt und kein Triazol. Was bedeutet, dass die Demons mich nie wiederholen? Diesen Monat werde ich schuldenfrei, Bitch, ich hab Geduld gezeigt, ich seh mein. Aber das macht er auch öfters, ne? So dieses. Wieder zum Beispiel dieses Wiederholen einfach betont hat, so dass er das so ausklinken lässt und dann direkt geht es dann in die Hook rein. Ist immer, finde ich, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil andere oder größere Künstler, oder, ne, einfach größere Künstler, die betonen das anders, habe ich das Gefühl. Aber trotzdem, wie ich schon sagte, gefällt mir das irgendwie. Einfach generell so sein Part hat mir sehr gut gefallen. Jetzt reicht, ich bin mit Brace und wir teilen den Pint, ja, alle sind ein. Weil es ist einfach dieses Kratzen da drin. Ich weiß nicht, warum ich das so mag, aber das mit ihm zu sehen, also im Video zu sehen, den Beat und die Melodie, kommt das geil. Ich weiß aber, also keine Ahnung. Mein Cup jetzt und kein Triazol. Was bedeutet, dass die Demons mich nie wiederholen? Diesen Monat werd ich schuldenfrei. Bitch, ich hab Geduld gezeigt. Ich seh mein Brain beim Wachsen zu. Er kauft sich Uhren voll mit Eis. Das hat mir gezeigt, dass auch eine dunkle Zeit Früchte tragen kann, solange der Hunger bleibt. Facts. Einfach Facts. Sich Uhren voll mit Eis. Das hat mir gezeigt, dass auch eine dunkle Zeit Früchte tragen kann, solange der Hunger bleibt. Nicht solange der Hunger bleibt, sondern nach einer dunklen Zeit kommt immer eine helle und eine gute Zeit, wenn du natürlich auch was dafür tust. Du musst natürlich jetzt nicht nur deinen Traum hinterherjagen, sondern auch ein bisschen was dafür tun. Aber wieder geile Line,
Bitch, ich werde es schaffen, muss die Wunde heilen. Ich shit Codeine, es wird ne dunkle Sprite. Ich werde mein Geld nie mehr mit Hunden teilen. Sie featuren sich wie Bitches, werden rumgereicht. Ich feature nur die Bre, es fake ein Label, hab keinen Grund zu sein. Uiuiuiui. Was ist denn da? Willkommen in der Hölle, Bitch, der Teufel trägt die Seine. Kein Grund zu sein. Willkommen in der Hölle, Bitch, der Teufel trägt die Seine. Ich würde aufhören, wenn ich könnte, doch die Pein sagt, na, ich muss halt ehrlich sagen, ich dachte, jetzt kommt Tilo da reingeballert, so mit schnellen Lines, blibblabob. Wegen dem Auto, das habe ich wirklich nicht so ganz verstanden jetzt so. Warum der eine die Tür so Dingen zumacht, dann. Also, du hörst den Kühlschrank, dann das Auto und dann kommt Tilo rein. Aber ist genauso schnell wie Lexika. Weiß ich jetzt nicht. Finde ich ein bisschen schade. Aber gut, wahrscheinlich hier auf Spotify hört sich das geil an. Aber gut, wir gehen weiter. Willkommen in der Hölle, Bitch, der Teufel trägt die Seine. Ich würde aufhören, wenn ich könnte, doch die Pein sagt, na. Ich habe Walker, Oxycodon Zero, das ist Mord, ja. Das ist kein Codein, das ist Heroin vom Doktor. Ich rauch kein Blech, bin ein Junkie mit Cash und krieg verschrieben, was ich will, als gäbe es kein Rezept. Ich bin. Aber ich find's auch geil, muss ich halt wirklich sagen. Tilos Stimme finde ich ja sowieso geil, aber irgendwie. Dass er in diesem Song auch diese dunkle Stimme dahinter setzt, hammer nice. Hammer geil. Ob das jetzt seine ist oder die von Lexika, kann ich jetzt nicht raushören, muss ich halt ehrlich sagen. Dafür habe ich zu schlechte Ohren. Oder bin ich einfach zu dumm für? Wahrscheinlich eher das zweite. Aber trotzdem, es hört sich so geil an. Connected overseas, mach mein Money mit Rap und sippe weiter Codein, solange mein Körper mich lässt. Wenn mein Körper mich lässt, take ich Sense, till I pass, doch wenn ich pass, dann in Cash. Hab nie gelernt, doch dann gecheckt, shit, Leben ist Test, ich fail den Test wegen Drugs, ja, Drugs auf Rezept, ja, Benzos im Head. Wir sind erst fertig, wenn auch Lex Ice Rock, Bitch, ganze Gang Ice Out, doch bleiben alle gleich, doch ich teile. Ich find aber auch so dieser Kontrast von beiden Flows, von beiden Stimmen, so geil. Also real talk. Einfach geil. So, Tilo ist halt Tilo und Lexika, Lexika. Du hast nicht so dieses. Manche versuchen dann ja irgendwie auf den Flow des anderen überzuspotten oder so. Manche kriegen das natürlich geil hin, weil sie einfach eine geile Stimme haben und weil ich es einfach feier. Aber hier zum Beispiel merkt man das einfach so, dieser Kontrast von beiden. Das ist einfach geil. Ich will nicht mit Fotzen, bleibe real, ich bleib den Kreis treu. Mach nur Oxy Kleinboy, am Dab hat still a life boy. Modus Mio Coverboy, ich bin im Hype Boy. Fact. Doch fick auf einen Hype-Boy, hör deutschen Rap, nur meine Bres, irgendwann kommt die Zeit, Boys, wo alle von uns hypen, bis dahin fahren wir den Grind, Boys, ja, will alle stolz machen, um meinen Nacken 40k und an der Wand hängt bei mir Goldplatten, guck, mein Konto und mein Leben sind im Plus, kommst du schon im neuesten Benz, ich fahr nie wieder mit dem Bus. Schon kranke Lines, die er da raushaut, ne, aber generell so, wenn man nach allen Songs geht, aber es sind halt auch Reader Sachen, das ist so crazy. Teufel trägt die Seine, ja. Ich würde aufhören, wenn ich könnte, doch die Pein sagt, na. Ich habe Walker, Oxycodon Zero, das ist Mord, ja. Das wäre Codein, das ist Heroin vom Doktor. Ich rauch kein Blech, bin ein Junkie mit Cash und krieg verschrieben, was ich will, als gäbe es kein Rezept. Ich bin connected overseas, mach mein Money mit Rap und zippe weiter Codein, solange mein Körper mich lässt. Solange mein Körper mich lässt. Das ist nicht die Sache. Ja, ich will da aber auch nicht zu viel zu sagen. Ich meine, ich sag da öfters, es hängt halt auch, wie gesagt, ob es jetzt von der Musik dran hängt oder auch wie oft ich irgendwie was sagen will oder so. So zum Thema Drogen oder zu anderen Themen. Das ist immer so die Sache bei mir, wo ich mir denke, ja gut. Jeder soll das machen, was er will. Aber man soll einfach aufpassen. Ein bisschen auch auf die Umgebung achten, weil. Vieles, oder Drogen kann ja auch zum Beispiel die Umgebung kaputt machen, deine Freunde, was auch immer, das Verhältnis mit denen, oder was auch immer, mit deiner Familie, oder was auch immer. Deswegen einfach aufpassen, passt auf euch auf. Und wenn ihr den Shit nehmt, nur um irgendwie cool zu sein, oder irgendwas zu verdrängen, versucht es irgendwie anders. Versucht es einfach irgendwie anders. Ah, das. Also die Melodie hört sich mies krass geil an, ne?
Alleine wegen der Melodie habe ich auch gedacht, das ist ein anderer Song. Aber ich muss halt ehrlich sagen, gefällt mir. Aber ich muss auch wieder dazu sagen, es hängt halt wirklich vom Tag ab bei mir. So, das ist ja jetzt nicht ein Song, wo ich sage, ja okay, den könnte ich jeden Tag hören, sondern wirklich von Tag zu Tag einfach, weil es dieser Sound einfach so vorgibt, habe ich immer so, finde ich immer so. Es ist einfach dieser Sound, den beide haben, den beide hier sogar einsetzen, so mit was ich ja sagte, mit dieser höheren Stimme und dieser tieferen Stimme im Hintergrund. Aber trotzdem gefällt er mir, muss ich halt ehrlich sagen. Starker Song, kranke Lines. Ja, und videotechnisch, was soll ich videotechnisch dazu sagen? Es ist halt ein Lexika und Tilo Video. So, ich glaube, man könnte das schon so beschreiben, weil man hat ein paar Locations, oft ist es in irgendeinem Raum einfach, Wohnzimmer, Küche, was auch immer, sitzen da, sind da ein bisschen am Machen und Tun. Reicht ja auch, muss man ja ganz einfach sagen, reicht ja auch. Aber es ist jetzt nichts, wo ich dann denken würde, ja okay, zieht mich ein bisschen mehr in den Bann des Songs, was andere Videos jetzt ja zum Beispiel machen würden. Weiß ich jetzt nicht. Aber ihr wisst, was ich meine, so im Sinne von, also ich weiß keine Videoidee jetzt zu dem Song, aber ihr wisst, wie ich das meine, so dass ein Video dich nochmal ein bisschen mehr reinzieht in den Song. Aber gut. Nichtsdestotrotz finde ich, ist ein geiles Ding. Hat Spaß gemacht zu hören. Bin gespannt, was da noch kommt. Und wir werden sehen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.